Im vergangenen Sommer hat die Staatsregierung das Bayerische Lobbyregister beschlossen. Damit soll garantiert werden, dass sich alle Abgeordneten an die Spielregeln halten. Seit dem 1. Januar 2022 ist das Portal freigeschaltet. Lobbygruppen können sich also nur an Gesetzgebungsprozessen von Landtag und Staatsregierung beteiligen, wenn sie offiziell registriert sind. Was die Arbeit und die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Politik betrifft, das stärkt die Akzeptanz staatlichen Handels, das schafft Vertrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern in die Transparenz, in die Unbestechlichkeit staatlichen Handels. Ohne Kontakte, ohne Austausch, ohne Diskussion funktioniert gar nichts, weder das Leben noch die Wirtschaft. Also brauchen wir Lobbyismus im wohlverstandenen Sinne. Bei Verstößen droht eine Geldbuße von bis zu 50.000 Euro. Im Zuge jüngster Skandale wie der Maskenaffäre hat das Thema an Brisanz gewonnen. Lobby gehört zum Parlament dazu. Es gibt Interessensverbände, es gibt Gruppenverbände, mit denen wir ins Gespräch kommen. Und es ist wichtig, das transparent zu halten. Die Bürgerinnen und Bürger sollen wissen, mit wem wir reden, über was wir reden, wie oft wir miteinander reden. Und das soll dieses Lobbyregister dann deutlich machen. Das Lobbyregister soll also die nötige Transparenz im Umgang mit Lobbyisten schaffen und dadurch das teils massiv angekratzte Image der Staatsregierung verbessern.